Hi meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir Fantasy Foot Gelson Martins im Angebot. Ich habe ihn gezogen, ich bin Erstbesitzspieler. Er ist ein Erstbesitzer. Ich bin Erstbesitzer, so rum. Ich habe ihn gezogen in der SBC, die heute rauskam. Die 84 plus Upgrade Packs. Könnte man ja dreimal machen. Ich hatte zweimal Schmutz und einmal Gelson Martins. Direkt im ersten Pack dachte ich so, what the fuck. Und ich dachte mir, ja moin, dann mache ich doch direkt ein Video dazu. Wir gehen auf seine Stats ein. Hoch Workrates ist schon mal sehr, sehr gut für ein rechtes Mittelfeld. Er hat eine sehr, sehr kleine Größe von 1,73, dafür 5 Sterne Skills, aber nur 3 Sterne schwacher Fuß. Das ist nicht so geil. Dadurch, dass er eh nur auf dem rechten Flügel rumrennen wird, hoffe ich, dass das nicht so ein Problem sein wird. Ich hatte dort ja Messi vorstehen und das war das Geile, dass man einfach immer schön reinziehen konnte und dann mit dem Finesse-Shot das Ding einfach in den Winkel zimmern konnte. Das wird mit ihm nicht möglich sein, dafür werden wir mit ihm halt einfach anders spielen müssen. Er hat Antritt, Springgeschwindigkeit, beides auf 98, absolut geisteskrank. Ich habe ihm den Marksman gegeben, da kriegt er dann den Boost aufs Schuss, aufs Dribbling und auf die Physis. Beim Schuss geht der Abschluss auf 96, die Schusskraft 99, Weitschüsse gehen auf 96 und ansonsten sind die Werte generell im Schuss sehr, sehr krass und die Karte kann eben auch noch Upgrades bekommen. Im Passspiel habe ich mal nichts gemacht, da könnte man theoretisch vielleicht was machen, gerade der Flankenwert, der ist durchaus gut, aber der lange Passwert von 67 ist schon sehr scheiße. Dafür EF 99, kurzer Pass 89 und eine Übersicht von 89, das geht voll in Ordnung. Im Dribbling absolut brutal. Balance und Beweglichkeit auf 99, Reaktion geht auf 89, Ballkontrolle auf 99, Dribbling geht auf 99 und die Ruhe auf 86. In der Verteidigung ist er dafür ziemlich kacke. Es sind so Ansätze da, so die Defensivwerte sind generell so im 60er Bereich, also da könnte durchaus noch ein bisschen was passieren mit ein paar Upgrades und wenn man das vielleicht auch noch ein bisschen boosten möchte, wenn man eher defensiv spielen möchte, wegen den Workrates. Aber in der Physis, er hat eine Aggressivität von 78, die Stärke geht hoch auf 72, Ausdauer 99, absolut geisteskrank, der Typ wird hoch und runter rennen, bis er stirbt und er wird nicht sterben, weil er 99 Ausdauer hat. Sprungkraft geht auf 96. So, die Eigenschaften. Er ist verletzungsanfällig, Flair, Tempo-Dribbler und den Außenrissschuss. Der ist sehr wichtig. Wenn er von rechts dribbelt, können wir das nutzen und den Außenrissschuss eben ansetzen, um das Ding ins Eck zu zimmern. Wir haben hier dieses Team. Natürlich Mbappé, Player of the Month, ist klar, der muss dabei sein. Und Simon. Simon werde ich auch noch testen. Vielleicht habe ich es auch schon, ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich bringe erst Gelson Martins und dann Simon, wie auch immer. Und wir werden mit einem 4-2-3 spielen, wo Ramos dann in das zentrale defensive Mittelfeld geht mit Guendouzi, Paqueta dann auf der 10. So, wir gehen einfach rein in die Foot Champions Quali. Ich habe noch 4 Spiele übrig, bin schon qualifiziert. Es könnte also sein, wir kriegen Schmutzgegner. Okay, wir kriegen Gegner, die bei 0-0 direkt quitten. Kann man auch machen, sehr sympathisch. Ich verstehe nicht, warum Leute sowas machen. Was ist so schlimm daran, wenn sie jetzt einfach das Ding hinten reinhauen und dem Gegner eine Freude machen? Das ist einfach nur ein psychologisches Ding. Wenn er das jetzt, weil er das jetzt so gemacht hat, fühle ich mich abgefuckt und werde dann denken, gut, bei meinem nächsten Gegner mache ich das auch, weil mir ist dasselbe passiert, also wird es beim nächsten Gegner auch passieren. So. Und das ist dann der unendliche Rattenschwanz. Dann macht's der Nächste, dann machst du Nächste, dann machst du Nächste, dann machst du Nächste. Und so wird das einfach nur toxische Scheiße, einfach unnötig. Deswegen, wenn ihr das seht und ihr braucht die Siege nicht, quittet einfach mit einem Eigentor. Fertig, aus. So schwer ist nicht und es tut auch keinem weh. Im Gegenteil, es bringt euch vielleicht auch was, wenn ihr selber denn irgendwann mal dieses Eigentor kriegen werdet. Sehen wir jetzt mal den Antritt. Das ist brutal. Zack, und da ist er weg. Da ist er weg von Theo Hernandez. Die Flanke kommt hervorragend und oh nein, Mbappé. Mach ihn noch rein. Ja, schönes Ding. Schöner Schuss, schönes Tor. Aber halt leider abseits. Ah, nervig. Okay, dieses Spiel können wir uns sparen. Absolut nichts Gescheites zustande bekommen mit Gelson Martins. Es war klar, dass wir jetzt nur noch Schwitzer kriegen bei der Bilanz. Deswegen ab ins nächste. Boah, Weltklasse. Weltklasse Spielzug. Vorlage Gelson Martins. Also es war ganz, ganz einfach. Ball lang auf außen gespielt. Dann war da sein Speed. Ach komm, nee, oder? Oh mein Gott.
Da haben wir mal ganz kurz den schwachen Fuß gesehen. Aber auch eine schöne Balleroberung. Also, ja, wir haben übrigens keine Spiele mehr für die Foot Champs Quali übrig. Ich habe da eins gequittet, weil es auch wieder Schmutz war. Und eins habe ich dann eben, das habt ihr dann gesehen, nach 1-0 war, habe ich da das dann gewonnen. Und dann hat es punktemäßig nicht mehr gereicht für den nächsten Rang. Deswegen ging es dann jetzt in die Division Rivals. Komm, Gelson, geh ab gegen Mendes. Easy. Ja, schöne Balleroberung von Gelson Martin. Also, es ist gerade sehr schwer, wirklich gute Szenen für ihn zu finden, weil zum einen sind die Server gerade scheiße. Zum anderen sind die Gegner gerade alle kacke, weil, ja, Liga 1 und so und keine Ahnung, es sind gerade irgendwie immer noch alle ziemlich verschwitzt. Und was kann ich sonst noch sagen? Ja, es ist halt auch nicht so einfach, alles über rechts zu machen, beziehungsweise dabei nicht durchgehend vorhersehbar zu sein. So, warum macht er da diesen Zwischenschritt nochmal? Das wäre eigentlich ein Tor gewesen. Der Torwart war parat, den Ball durchzulassen. Die Bewegung hat er gemacht, aber dann beim Schuss, da war irgendwie irgendwas komisch. Was war das für ein absolut merkwürdiges Tor, was wir kriegen? Holy fuck. Schöne Vorlage. Wunderschön durchgesteckt. Ja, man merkt bei ihm, also es ist enorm schwer. Ihr könnt deswegen drauf kacken, was am Ende da für eine Statistik steht. Also es ist enorm schwer, mit ihm Szenen rauszuspielen. Aber man merkt ihm auf jeden Fall an, das sehen wir jetzt auch an seiner Beweglichkeit hier, er ist sehr, sehr wendig und sehr, sehr flexibel und kann sich auch mal durchsetzen, hat den Körper dazu, um da auch mal einen Ball durchzusetzen, aber halt auch den Körper, um da... Oh Gott, war das schlecht. Rot getimed. Und Levi küsst an den Pfosten. Das war gerade absolut scheiße, diese Situation. Also er bringt alles mit. Und er hat auch noch Upgrade-Potenzial. Deswegen, da ist auf jeden Fall noch mehr Luft nach oben. Ich finde, die Karte ist jetzt nicht ihre 400 oder 450 oder 500k wert. Irgendwie sowas, 400k glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Aber mit Upgrades und als Alternative zu den Standard, die man da immer hat mit Messi und was weiß ich, macht es auf jeden Fall Bock. Oh, hervorragend. Also auch den Speedboost geht mit ihm tipptopp. Es scheitert halt immer wieder am letzten Schirm und jetzt quittet der Gegner wahrscheinlich. Ja, okay. Alles klar, warum auch immer. Gut. Es ist nur nervig, man kriegt keinen gescheiten Spielfluss hin. Er hatte jetzt eine Vorlage, 8,0 Rating. Es macht auf jeden Fall Bock, aber es ist einfach mega schwer, irgendwas mit ihm rauszukitzeln hier an Kitzeln, an Chancen. Gehen wir noch in ein Spiel und hoffen dann auf irgendwas Sehbares. Ja, wieder ein guter Pass. Auch mit einem schwachen Fuß und der kommt sogar an. Aber einfach dann Pech gehabt im Abschluss. Den kann man auch mal machen, Gelson. Super Antritt, super rausgespielt, super gemacht, aber dann halt einfach am Torwart gescheitert. Und bei 89 Schuss oder was er hat, sollte das eigentlich nicht passieren in so einer Situation aus einem Meter. Ja, so muss es. Saliba ist dann da. Super Ball erobert, selber erobert von Gelson Martin, dann nochmal nachgesetzt, dran geblieben, Ball zurückgespielt, wieder gekriegt und dann die Flanke, die dann auf Salibas Stirn landet. Ja, guter Pass, also Passspiel schon sehr, sehr gut von ihm, aber da hat dann Paqueta nichts draus gemacht. Ja, wow. Und dann kriege ich einen Elfmeter und der Gegner quittet das Spiel. Okay, ich nehme jetzt 54 Minuten auf, 8-9 Spiele mit ihm gemacht, teilweise gequittet und was weiß ich. Ich habe einfach jetzt keine Lust mehr weiter auf Zwang irgendwas zu erzwingen, deswegen gehen wir ins Fazit. Und zwar 8 Spiele,
3 Torvorlagen, kein eigenes Tor. Leute, ich muss euch sagen, die Server sind einfach scheiße aktuell. Die Gegner sind scheiße aktuell. Also, es war halt einfach nicht wirklich viel drin. Es hätten noch mehr Torvorlagen sein können. Es hätte auch das eine oder andere Tor sein können. Und man kann auch sagen, es sind deutlich weniger Spiele, die man effektiv gespielt hat und wo man effektiv was von ihnen gesehen hat. Es ist eine in Ordnung, eine gute Karte. Die Karte ist in Ordnung. Sie hat gute Momente mit guten Defensivaktionen auch. Sie hat aber auch einen sehr, sehr geilen Antritt. Also vor allem diese Schnelligkeit, diese Wendigkeit, das macht die Karte auf jeden Fall aus. Sie ist enorm flink, sie hat mega viel Ausdauer, kann deinen Platz hoch und runter rennen, wie kein zweiter auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass ich ihn habe, denn die Signature Signings SBC damals im November, Dezember oder so, habe ich ja verpasst und war dann halt auch nicht mehr zu kriegen. Und deswegen bin ich froh, dass man mit ihm jetzt, oder dass ich ihn jetzt habe, und ich werde auf jeden Fall ein Update geben. Ich denke, wenn er seine Upgrades kriegt, ich weiß nicht, ob er seine auf die 91, 92 kommt, dann werden wir ihn auf jeden Fall nochmal testen und nochmal gucken, ob er wirklich besser ist, ob man da einen Unterschied merkt. Und ansonsten tut es mir leid, dass es jetzt nicht das optimale, mega krass geile Review geworden ist. Ich lasse euch gerne den Ratschlag da, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu lassen, falls euch das Video trotzdem gefallen hat. Support ist kein Mord und es werden auf jeden Fall noch weitere Videos kommen, noch weitere Player-Reviews. Ich sage tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.